Mrs. Irwin hatte eine Angewohnheit jeden Morgen. Die begann zu arbeiten um 10 Uhr. Das heißt, die war auch Punkt 39 im Saal. Ich denke, der Heiko hatte bestimmt auch mal irgendwann eine erste Stunde in Tonnen bei ihr. Die kam um 39 in den Saal, goss Blumen, stellte Wasser drauf für einen Löffel-Kaffee. Dann zog sie sich die Schuhe um, machte sich eine Zigarette an und machte sich warm. Das hieß bei Bobby Irwin, warm, war verlegt. Ihre Arme hingen nie am Körper, nie, habe ich nie gesehen. Die waren immer leicht weggehalten durch die ganze aufrechte Körperposition, hatte die Arme immer weg und außerdem die frische Seidenbluse durfte ja auch nicht verknicken. Das war geklärt. Bitte? Sie hatte die Zigarette hier. Und dann machte die sich warm. Die legte sich ins Lofoxen auf und tanzte allein. Ich mach das jetzt mal. Ich bin nicht zu Service, aber ich war trotzdem mal. Und hat sie das in dieser Schrift gesehen? Da ging immer nur der Fußschritt. Dann kam das wieder Ende. Im Dreierschritt bot sich der nächste Zug an. Und dann aufgrund der Richtung. Das war alles.